Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann es eigentlich kurz machen. Herr de Cunha hat eigentlich das Wesentliche gesagt, ungefähr die Dinge, die hier auch in meinem Redemanuskript stehen. Wir schaffen praktisch ein komplett neues Gesetz, schaffen alle Datenschutzregelungen einheitlich zusammen in ein Datenschutzgesetz, speziell für den Strafvollzug. Von daher eine sinnvolle Vereinfachung, also Vereinfachung natürlich formal gesehen. Materiell sind die Regelungen nicht unbedingt ganz so einfach, aber eine sinnvolle Vereinfachung für den Datenschutz. So jedenfalls war auch das Ergebnis in den Anhörungen, hat zum Beispiel der Leiter der Justizvollzugsanstalt Bützow, Herr Groth-Johann, gesagt, dass er das aus Praktikersicht sinnvoll findet, hier ein einheitliches Gesetz zu schaffen. Wir haben dann im Ausschuss, auch das hatte Herr de Cunha ja schon gesagt, einige Änderungen noch einvernehmlich dann beschlossen. Im Einzelnen hatte Herr de Cunha ja die Regelung schon erwähnt. Bitte daher also um Zustimmung zu dem Gesetz in der Form, wie das Gesetz dann den Ausschuss verlassen hat. Vielen Dank.